So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ja, keine Sorge, das wird nicht so sehr mehr viel werden. Ich lasse euch jetzt mittlerweile ein bisschen damit in Ruhe, aber ich dachte mir, dieses eine Paket kann man nochmal gemeinsam auspacken. Ja, Vorsicht, Glas, das ist also kein Rollenspielprodukt in dem Sinne, zumindest ja, nicht so, wie es vielleicht erwartet, weil, naja, wer hat schon Glas in einer solchen Rollenspielbox. Ich mache das jetzt nochmal auf und wenn das dann geöffnet ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr kennt das Ganze. Ja, damit ist es auch schon wieder auf. Ich habe noch nicht reingeguckt, ihr kennt das Ganze. Ich warte damit immer auf euch, damit ich mich hier selbst überraschen lassen kann. Ich weiß aber, was drin ist. Denn ja, ihr könnt es hier schon sehen. Ich habe mittlerweile mir doch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie es, ob es weitergeht, wie es weitergeht. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden oder mir dazu überlegt, dass ich jetzt mein Logo, mein Produkt, ja, Produktlogo, das habe ich ja vom Donnerhaus bekommen. Das wisst ihr, glaube ich, hoffentlich schon. Donnerhaus ist so ein bisschen mit mir connected. Die haben mir das Logo entworfen, mein schönes Frostschild. Und das gibt es jetzt eben auch als T-Shirt. Ja, ich habe mir jetzt eine XXL-Variante genommen, weil ich ein bisschen größer bin. Und dazu dann eben auch noch gleich den Pullover. Wenn ihr wollt, schaut euch einfach mal um in dem Shop, der ist unten verlinkt. Und das ist das zweite Logo, das ist neu. Das ist auch wieder der Frostschild, allerdings jetzt mit meinen ja, Frost-Titanen drauf. Das ist das neue Logo. Der Schild dazu ist schon alt. Ich habe das Ganze auch noch mit anderen Sachen, dann nicht nur Axt und Streitkolben und Schwert, sondern ich habe da auch noch andere Waffen. Im Prinzip, ich glaube, hier oben kann man das sogar sehen. Nee, der hat jetzt hier kein Frostkristall oben im Schwertgriff. Aber das ist das neue Logo, was euch unter anderem jetzt auch zur Verfügung steht. Ich bekomme da selber kein Geld für. Ich würde mich einfach nur freuen, wenn ich euch auf Conventions mit diesen Sachen sehe. Das würde ich ziemlich cool finden. Welches der beiden Logos ihr da nehmt, ist mir an sich egal. Ich finde dieses neue mit diesen Frost-Titanen finde ich eigentlich auch ganz cool so. Müsstet ihr dann für euch selbst wissen, überlegen. Gut, so, dann nehmen wir hier gerade mal die Bestellsachen raus. Da ist meine Adresse drauf, das braucht ihr, glaube ich, nicht. Ich habe hier noch Buttons, und Logos in verschiedenen Ausfertigungen. Genau, einmal die Frost-Titan und einmal mein Frost-Schild. Und sprecht mich einfach darauf an. Ich werde die zur Convention, also was auch immer es dann für eine Convention wird, sprecht mich einfach darauf an. Vielleicht habe ich ja noch welche, dann könnt ihr einen haben. Würde ich euch dann einfach so geben. Immer so lange, wie der Vorrat da ist, aber ich werde auch nochmal nachbestellen. Also das ist jetzt so die erste Ladung, die erste Lieferung, die ich mir mal geholt habe. Und dann könnt ihr euch eins davon aussuchen. Ich habe von den einen habe ich 5 und von den anderen habe ich 10. Und dann müsstet ihr mal gucken. Ja, und wenn die weg sind, dann bestelle ich halt neue. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, wie ich den Klöderadatsch auch bekomme. Denn bisher war es ja noch nicht wirklich glasig. Kriege ich das hier irgendwo auf? Ich könnte euch jetzt noch mal weglegen. Ja, bevor ich mich jetzt hier zum Affen mache, ich lege euch noch mal kurz weg und dann kriege ich diese komische Box hier auf und dann gucken wir mal, warum das glasig ist. So, weiter geht's. Ich muss jetzt tatsächlich noch mal mit meinem Cuttermesser ran, weil ich das sonst nicht drauf bekomme. Und ja, damit geht's weiter. Also Tassen gibt's auch in verschiedenen Farben und ich glaube auch mit beiden Logos. Also auch das wäre möglich und da mache ich mir jetzt gleich erstmal einen schönen Kaffee mit. Natürlich erstmal vorher ausspülen. Ja, Merch ist da. Ich würde mich freuen, wenn ihr da Bock drauf habt. Wie gesagt, ich bekomme da nichts für. Ich gebe euch das einfach so ohne irgendwie Affiliate-Link oder so, ohne irgendwelche Aufpreise von meiner Seite aus. Ich würde mich, wie gesagt, einfach nur freuen, wenn ihr Bock habt, so eine Sachen dann auf Conventions dann anzuziehen, ob ich jetzt da bin oder nicht. Also wäre halt cool, wenn ich da bin, dann laufe ich vielleicht mit dem gleichen Shirt rum oder ihr macht halt einfach nur so Werbung für mich. Ja, ganz jeder, wie er mag, jeder, wie er will. Ich hatte mir im Vorfeld schon mal für mich selber so ein Pullover geholt, beziehungsweise ja, ein T-Shirt und da war ich nicht so ganz zufrieden mit, weil da noch so ein bisschen dieser Schatten, der war nicht so hübsch, der Schatten, den habe ich jetzt rausgenommen bei Photoshop
Und damit bin ich dann doch jetzt, glaube ich, auch ganz zufrieden. Und dann freue ich mich auf alle Fälle auf den Winter mit diesem Pullover und den Sommer mit diesem T-Shirt, genau. Gut, ja, ich glaube, mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. Ich muss das Video nicht länger machen, als es eigentlich schon ist. Schaut euch sonst einfach mal ein bisschen um, wenn ihr wollt. Ich habe da verschiedene Sachen hochgeladen bzw. dann freigegeben. Und ja, dann würde ich sagen, danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr wollt. Bis dann, ciao.